Wenn die Live-Musik zum Tanz aufspielt, ist den Gästen die Freude ins Gesicht geschrieben und nach wenigen Takten wird auch schon das Tanzbein geschwungen. Durch meinen Daddy, das war der beste Tänzer vom Montafon bis Bregenz. Geld hat er mir keins hinterlassen, aber die Freude und das Talent. Ich danke ihm heute noch. Ja, wir sind regelmäßig da, weil uns Volksmusik so gut gefällt und der Scheider und Huner jedes Mal verschiedene Musiker sind, Volksmusik. Und das taugt uns, weil irgendwo anders, es wird immer minder mit Volksmusik. Oder? Der Mode ist zwar nicht so zum Tanzen, aber na ja. Aber wir haben jetzt auch keine Tanzschule, auch wir können mit jedem Schuh tanzen. Der Tisch wäre jetzt auch eine Möglichkeit? Nein, das geht gar nicht, weil da sind wir Zeit. Das geht gar nicht mehr. Das geht nicht mehr. Von Anfang Mai bis Ende August wird hier jeden Dienstagnachmittag durch den Garten getanzt. Viele sind jede Woche dabei. Sie kommen von der Schweiz, von Deutschland, vom Oberland. Also sie kommen wirklich daher. Es wird dann auch ein bisschen Tanz dazwischendurch, obwohl ich gar keine Tanzfläche habe, sondern einen schwierigen Boden habe. Aber man möchte gar nicht glauben, was für Energie das dann die Leute haben und sie freuen sich einfach auf den Dienstag. Man spielt volkstümlich, man spielt alte Schlager, halt das Programm, das die Senioren kennen. Singt man da auch mit? Ja, klar singen Senioren mit. Die können natürlich Text von deren Lieder und die wünschen sich auch vielmal deren Lieder. Oder wir spielen das ganz gern. Also kann man sich auch was wünschen? Ja, sicher. Ja, ganz gern. Haben Sie auch einen Wunsch? Überlegen wir es noch. Männer sind zwar anwesend, auf der Tanzfläche sind sie allerdings eher Mangelware. Deshalb gleiten oft Damenpaare über den Tanzboden. Männer tanzen halt nicht. Aber wir können es miteinander und das passt. Ja, ist schon fein, wenn man noch einen dabei hat. Sonst kommt man gerne zum Tanzen. Gibt es zu wenig Männer oder tanzen die nicht so gern? Die tanzen nicht so gern. Ich kenne jetzt einige von da, die einfach nicht so gern tanzen. Aber das gibt's, gell? Aber dafür tanzt Nina gern. Wir tanzen ganz so gern mit Frauen. Weil da sind wir dann immer der Chef. Oder? Einmal die und einmal die. Das ist gut. Der Tanznachmittag ist zwar keine Singlebörse, Freundschaften entstehen aber ziemlich oft. In der lockeren Tanzatmosphäre funktioniert das Kennenlernen recht gut. Tanzen ist mein Hobby und ich gehe 3 oder 4 Mal in der Woche tanzen. Und das mit meinem Steffilein. Gell? Entdeckt beim Tanzen, entdeckt beim. Juhu! Also beim Tanzen kennengelernt? Ja, ja, ja. Und dann verliebt? Gleich. Bade gleich. Ich finde das genial. Ja, warum? Weil das ist Unterhaltung für Rentner und die noch etwas wollen. Und ich denke mir, da man eine Spuse kann finden kann, wenn man braucht. Die Kombination von Musik und Bewegung fördert also nicht nur Ausdauer und Gleichgewicht. So ein Tanznachmittag ist auch eine gute Gelegenheit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und ist deshalb auch gut für Seele und Herz.